Was waren Sie vom Beruf? Ja, ich war erst einmal Berufssoldat. Nicht? Also, Sie wissen eh nicht. Nein, was im Beruf war, das Buch. Ja, dann war ich Drucker, Offset-Drucker. Und darüber, über den Berufssoldaten, wann sind Sie da eingerückt? Oder wann 1941. Nach Berlin, Leibstandarte. Was war denn Ihre Funktion damals im Krieg? Ja. Was haben Sie da gemacht in Berlin und so? 3 Jahre Russland, einmal in Italien, da war ich nicht kurz, und dann in Frankreich. Wieso tragen Sie das immer mit sich? Das ist ein Dokument, verstehen Sie mich? Mhm. Und das gebe ich nicht her. Sie sind befördert worden? Ich bin befördert worden, ich war Sturmmann, also das ist Gefreiter, nicht? Beim Militär. Dann bin ich befördert worden zum Unterscharführer. Das ist im Sinne eines Unteroffiziers. Was hat man gemacht? Also sozusagen in was hat man gemacht? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Sie dürfen das nicht sagen. Was soll ich das sagen? Nein? Ich bin schwer verwundet worden. Ich bin mit dem Lazarettzug. Mit Lazarettzug. 6 Wochen in Russland. Bin mit Lazarettzug auf Deutschland gekommen, nach Tübingen. Da war ein hoher Schuss. Habe eine Kanüle getragen. Und in Tübingen, in Deutschland, haben sie mich operiert und die Kanüle war weg. So, jetzt frage ich den Bus. Und, Moment. Ist egal. Er war bei der SS. Ich weiß es. Mich interessiert es nur, was man da macht bei der SS. Was der denn an anderen Menschen hat, er redet nur über seins, über sein Leben. Was der aber den anderen Menschen hat. Über das sag ich dir nicht. Sag dir nicht. Sag dir nicht. Was haben Sie gemacht, bevor Sie verletzt worden sind? In Russland? Ich? Ja? Ja. Frau Speer, Herrn, Sie waren doch schwer verwundet. Na, und davor? Was hast du vorher gemacht? Vorher? Ja. Wo hast du Leute erschossen? Ich kann blöd sein. Na, wo ist denn? Sag, aber sind Sie nicht befördert worden? Na, freilich. Weswegen? Na, Bus befördert. Ja, dann musst du es geleistet haben, wenn du befördert worden bist. Bist der Leutnant geworden, bist der Sturmbahnführer geworden. Du kein Matura gehabt, nix. Du brauchst kein Matura. Aber was habt ihr gemacht? Gar nicht. Nix? Gekämpft. Man ist verwundert worden, sind sie. Und gegen wen habt ihr gekämpft? Gegen die Russen. Auch? Gegen die Russen. Waren da Zivilisten auch dabei? Bitte? Waren da Zivilisten auch dabei? Nein, nein. Er traut sich nicht mit der Wahrheit rausgekommen. Warum glauben Sie? Nicht einmal bei mir. Na, was habe ich verbrochen? Das weiß ich nicht, Sie erzählen ja nichts. Na, was habe ich verbrochen? Ich weiß es nicht. Na, verstehen Sie mich? Ja. Aber es war kein Mädchenpensionat, die SS, oder? So nett waren. Was meint das ja? Ich rede gar nicht ab. Ich heiße am Hitler. Hat die Invalidenpension oder Superpension? Der hat den Punkt für, hätte man 100.000 Pfund da lassen. Jeden SS-Mann, der was lebt, hätte er was da lassen. Der hat ja nichts da lassen. Die SS? Nur Not und Elend. Das habe ich auch schon vorher gehabt. Nicht?